Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und heute gibt's für euch den Rusland Fass. Wir haben es heute wieder mit einem Fasspedal von Orion Effekte zu tun und heute geht es um das Rusland Fass und das ist im Prinzip vom Sound her geht das in die Big Muff Fasspedal-Serie, die so in den 90er Jahren in Russland hergestellt wurde. Und die hat damals ziemlich Anklang gefunden, so in der Crunch-Richtung und sowas. Und deswegen stellen wir ihn heute mal vor. So, wenn wir uns das Pedal mal anschauen, ist natürlich auch so mit der Russland-Vergangenheit natürlich schon mal zu sehen. Wir haben das ganze Ding ist gebaut wie ein Panzer. Wir haben den roten Stern drauf. Es sieht schon mal wieder ziemlich geil aus. Es ist auch wieder schön geaged, das Ganze. Wir haben schöne, das ist alles schon so ein kleines bisschen zerkratzt und ein bisschen im Vintage-Look. Und wenn wir uns jetzt mal die Bedienelemente anschauen, haben wir Pegel, das ist also Level, die Lautstärke, die Output-Lautstärke. Dann haben wir Klang, das ist einfach der Tone-Regler. Da haben wir hier, dann können wir einfach so die Höhen dann reinregeln. Dann haben wir Verzerrung, das ist Sustain oder Gain. Jo, und dann haben wir die Orion-Modifikation, nämlich diese Dreiweg-Modifikation bereits eingebaut. Da haben wir einmal den Muff-Mode. Dann haben wir, also das ist der ganz klassische Mode, dann haben wir den Bass-Mode, der ist einfach Boost-Mode, der ist dann einfach wesentlich bassreicher und auch wesentlich lauter und hat weniger Gain. Und dann haben wir noch den Supra-Mode, der ist ganz einfach, ja, man hat mehr Gain, er wird noch rotziger, er wird noch frecher und so. Das könnt ihr euch ja dann einfach anhören. Dann haben wir hier noch eine zweifach einstellbare Status-LED, die könnt ihr nochmal für Studiobetrieb dimmen. Dann haben wir einen Ausschalter mit True Bypass, die Ins und Outs und hier hinten noch die Möglichkeit, das Ganze mit 9 Volt zu powern. Da braucht es dann 3,5 mA, um das zu powern und natürlich auch innen drin die Möglichkeit, das Ganze mit einem 9 Volt Block, der übrigens mitgeliefert wird. Neben einigen anderen Goodies, da könnt ihr euch mal das Unboxing-Video anschauen. Da kommen wirklich immer sehr schöne Sachen bei den Orion-Effekten mit dazu. Ja, kommt das Pedal dann zu euch und ich würde sagen, ich habe genug darüber geredet. Wir hören uns das Ganze jetzt einfach mal an. Dafür gehen wir mit meiner Telecaster. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Es sind zwar Humbucker, aber wie viele Leute wissen, ist natürlich mit Fasspedals, mit Humbuckern immer relativ schwierig. Deswegen bin ich hier dann im Single-Coil-Mode, also mit gesplitteten Humbuckern. Die geht direkt ins Pedal und das Pedal geht dann in den Marshall JCM 2000 TSL60, in eine 212er Marshall-Box und das wird abgenommen mit einem E609, was dann direkt ins Interface geht. So, viel Spaß beim Anhören. Thank you.
Der Rustler und Fass. Ja, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern schon die anderen Videos rauskommen. Es kommt drauf an, wie ihr das hört, in welcher Zeit ihr das hört. Es kann sein, dass dann schon die anderen Fass-Pedals von Orion ebenfalls raus sind. Und da kann man sich ganz einfach mal so den Unterschied anhören, so von den ganz klassischen... Moment, wie hieß das? Ramlon-Fass, genau. Von den ganz klassischen Ramlon-Fass, wo man dieses Ramshead-Fass hat, zu dem Rustlon-Fass, wo man dann schon mehr Gain hat und es schon wesentlich mehr trägt und sowas. Und dann natürlich den Motor-Fass Deluxe hier, wo man dann wirklich schon massiv viel Gain hat und eine ultra hohe Flexibilität. Und man muss ganz einfach sagen, es ist natürlich wie immer von Fass-Pedals dann auch Geschmackssache, was man möchte. Und das Pedal ist einfach im Vergleich jetzt zu einem normalen Big Muff, hat es natürlich wesentlich mehr Gain. Es ist wesentlich, meines Erachtens, wesentlich aggressiver, hat mehr Dampf und sowas. Also wer dann so in die, schon so in die Vintage-Richtung gehen möchte, aber trotzdem wesentlich mehr Dampf haben möchte, sollte sich das Rustlon Fass unbedingt mal anschauen. Und mal ganz im Ernst, die Optik ist einfach brutal geil. Es sieht wirklich aus wie ein Panzer, ne? Also, das ist schon cool. Und wie kommt ihr an das Pedal ran? Ihr geht einfach erst einmal auf orion-effects.com. Dort könnt ihr das Pedal, glaube ich, sogar direkt kaufen. Und wenn nicht, dann könnt ihr aber definitiv dort die Händler suchen. Und da ist zum Beispiel Music Productive, hat jetzt das ganze Pedal Range von Orion Effekte aufgenommen. Und das noch einige andere. Das war im Prinzip, Jan bietet euch außerdem, das habe ich noch vergessen, 5 Jahre Garantie auf die Pedals, was eigentlich schon wieder ziemlich krass für die Qualität steht. Also, jo, ansonsten hört euch das Teil mal an, checkt es vielleicht in dem Laden aus und mir hat es wie immer Spaß gemacht. Wenn es euch genauso Spaß gemacht hat, unten gibt es den Abonnier-Button, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns weiter folgt und ansonsten keep rocking.